Der Klassiker. Erstmal nichts bauen, schön Pool gesetzt. Pool Position. Ey, was laberst du? Rede bitte leider. Nein, Storm! For the Storm! Shitstorm! Bonner! Ich weiß gar nicht, was ein Mann ist. Hart weggeknallt. Ich glaube, er ist nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ich habe gedacht, ja komm, mach den Becher nur leer. Ja, yeah, das hatten wir schon. Jetzt. Guck mal. Flasche. Yeah. Kein Zerg ohne Krieb. Das war mein Kahil, Junge. That's what I call Stand, Junge. Iron Rings. Schön. Auf der Karte anbieten. Ein Nydus. Ja! Es war anstrengend wie Sau, es hat Spaß gemacht. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 77. Ja. Was soll man sagen? Also ich kann für meinen Teil sagen, dass ich gerade nach den Exzessen der Fußball-WM kein Wasser trinken. Richtig. Heute. Also auch die nächste Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob bis Folge 88 sich das wieder gelegt hat. Das kann durchaus sein. Aber ich muss erstmal jetzt ein bisschen vom Wasser entgiften. Ja, richtig. Und mir tut das natürlich auch leid für euch. Ganz klare Sache. Aber ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass er ein bisschen auf die Bremse tritt, was das Wasser angeht. Wir haben noch Kaffee. Man muss auch ehrlich sagen, ich meine, fürs Protokoll, wir sind ja mitten im Sommer, ne? Wir haben ja jetzt hier Juli 2014. Oder vielleicht sogar schon August. Man weiß es nicht. Ja, gut. So was in dem Dreh. Auf jeden Fall. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Juli und es ist richtig heiß und dann haut einen das Wasser einfach um. Also für alle da draußen. Ich meine, man soll ja viel trinken, aber es haut einen um. Richtig. So, in diesem Sinne, You've taken over an enemy portal. Ja, dafür machen wir was anderes. Your library is under attack. Folge 77, Double Seven Roach. Wer übrigens unsere beiden Zitate erkannt hat, kann das... Hashtag Sahne. Entweder Hashtag Sahne oder vielleicht sogar Hashtag die Lösung. Hauptsache Hashtag. Aber auch Hashtag Sahne. Man versteht zwar selber den Sinn nicht dahinter, aber egal. Oh, Clanboy, ich bin traurig. Double Zerg versus Double Zerg. Also, verzeiht uns bitte, dass die... Double Seven Roach, ne? The Random Zerg, ne? Hä? Random Zerg. Zerg Random. Ah ja. Trotzdem, Double Seven Roach. Seven Roach? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Folge 77, Double Seven Roach. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich den noch drauf hab. Ja, ich erkläre dir erstmal auf Drohnen, bis es nicht mehr geht. Extractor-Trick war beim Seven Roach, ne? Mhm. Okay. Beim Usual... Ich will Usual machen. Dann ein Extractor. Ich mach Pretty S. Ja. Boah, das bietet sich natürlich an. Ne? 66 Doppel 647. Ich hab's schon seitdem im Kopf, aber ich wollte es nicht verraten, dich zu überraschen. Ja, ich weiß. Ich hatte da auch schon dran gedacht, ganz ehrlich. Aber ich hab mir gedacht, nee, ich weiß die Build-Order nicht mehr. Das ist, das letzte Mal Wings of Liberty oder noch länger hin. StarCraft 1. Letzte Mal. Nee, Wings of Liberty haben wir schon oft gespielt früher. Ja. Weil du bist dann irgendwann auf den Tentpool gewechselt. Das war ein Witz, es gibt eh keine Roaches bei StarCraft 1. Nein? Nein. Pool als nächstes, ne? Nee, erst ein Overlord. Oh, really? Okay. Und nach dem Overlord den Pool erst. Okay, das ist eine seltsame Reihenfolge. Bist du dir da sicher? Ja, Extractor, Overlord, Pool. Okay, hab ich so. Ein bisschen Delay vielleicht, aber ja. Völlig egal, weil Overlord schlüpft jetzt und ja. Baue ich halt zwei Drohnen statt ein. Dann auf Drohnen bis 15. Okay. Ja. You have taken over an enemy port. Your hatchery is under attack. Wie gesagt, wer es errät, was es Hashtag ist. Hashtag Sahne. Das wäre auf jeden Fall geil.
dann, wenn du 15 bist, ein Gas nehmen. Dann eine Drohne bauen und mit Rally Point in the Gas und dann ein Overlord. Beziehungsweise wenn du schon zwei hast, dann brauchst du keinen. Aber du hast ja nicht zwei, also ein Overlord. Nach dem Overlord das Roach Nest. Queen aber auch, ne? Und Queen, genau. Zwei Dinger ins Gas natürlich, nicht vergessen. Zwei nur? Ja, das eine ist ja schon. Ja, gut. Ich hab's jetzt ein bisschen anders gemacht, aber was soll's. Ja, komm in etwa. Raus. Und dann, wie gesagt, das Roach Nest. Und dann weiter aufdrohen. Da weiß ich allerdings nicht mehr, weil ich es immer anders mache, wie viel noch aufgedrohnt werden muss. Ich mache immer so 20 oder 21. Roach Nest steht schon, ne? Mhm. Bei dir noch nicht? Doch. Jetzt. Ich bin aber auch ein bisschen niedrig, wie man sieht. Du hast die Queen ja schon so. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass gleich ein Rash kommt. Wir sind ja auch schon fast ready. Ich habe sogar einen großen Angst. Wir sind ja gleich soweit. Ja gut, bei 4 Minuten 30 kann der gegnerische 10-Pool eindringen, ne? So. Und dann Roaches Boompin. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele. Also ich habe jetzt 16 Minding Worker. Ja, bei mir sind 6 Roaches auf jeden Fall auf dem Weg. Und dann, wenn die ersten Larvas schlüpfen, brauche ich immer noch 3 Overlords. Aber das ist nicht Predi-S, glaube ich. Ich habe 7 Roaches jetzt auf dem Weg. Genau, du hast ja den Predi-S. Achso, ich gebe dir Control. Wie lange brauchen deine noch zum Schlüpfen? Die sind schon da. Okay, dann los, direkt los. Ich nehme Control, ich nehme. Ja, nimm. Aber du hast nur 2, ne? Ja, da kommen noch 3 her und wie gesagt, ich mache ja nicht den Predi-S. Okay. Ich mache ja den, ich halte es über längere Zeit auch durch, 7 Roach. Okay. Schick sie direkt runter, ne? Schick sie drauf, wenn das losgeht. Hab ich doch, ja. Ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, das geht gut. Oh, man. Was? That's not enough. 1 Million Cannons. Wir haben Prolas und Zerg. Und ich sag dir eine Sache, wenn da so viele Cannons sind, dann wird auf jeden Fall, also nicht auf jeden Fall, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit er kommen. Entweder Mudas oder irgendwas anderes. Ah, Linge auf dem Feld. Nicht wenige Linge. Ja, ja. Fick. Hashtag Sahne. Roaches. Oh. Na gut, ich nehm's zurück. Doch nicht zu Hause bleiben. Ey, hat der eine Echse oder was? Oder wo kamen die Linge her? Weiß ich nicht. Ey, was ist das denn, Junge? Was denn? Was da abgeht, Junge? Okay, okay, okay. Schluss jetzt mit dem Attack. Lass die Soße zu Hause. Mhm. Erstmal. Du kannst gerne Nydus vorbereiten. Okay. Okay. Und jetzt Unit Composition, whatever you want. Ja. Ich werde jetzt überraschenderweise Roach Hydra machen. Just to let you know. Dann hoffe ich, du machst in erster Linie erstmal Hydra. Ja, ich das nicht mache. Als nächstes auf jeden Fall. Aber ich habe noch nicht mal ein Lair. Deswegen kann es dauern. Just saying. Dann dauert es auch nur ein bisschen. Okay. Tja, das ist der Vorteil bei meinem Special Roach.
Ich hab schon eine Echse. Ja, gut. Ah, der wirft jetzt auch eine Echse, der Zerg, hast gesehen? Oder siehst du's? Ja. Das heißt... Vielleicht ist ja sogar schon eine dritte. Ja, vielleicht ist das sogar die dritte und eventuell sollten wir dann auch wieder wie es da. Eventuell sollten wir Units pumpen und pushen oder wir müssen doch mit den Hügels. Wir müssen selber exen. Ja, eine Echse kann ich schon nochmal werfen, so ist das nicht. Was? So. So, zack. Zack, Doria. Konzentrierung an. Overlord Hunting. Mit was? Avoid! Void, Void, Void Ray! Avoid the Void. Void Rays! Hast du Minz oder sowas zu viel? Nee. Ah, da geht's schon los. Abgebrochen. Ja, meine Freunde, diesmal habe ich die Makro-Edge auch drauf. Soll ich gleich steuern oder was? Ich wollte eigentlich... Eigentlich Nydus machen, ne? Richtig. Ja, okay, try. Ja, ist auch Linge jetzt gerade da, oder nicht? Ja. Ja, aber die werden wahrscheinlich nicht angreifen. Er wollte nur deine Echse clearen. Ich meine, ich weiß es nicht, ne? Aber die ist das. Ja. Ich brauche mehr von allem. Die mehr von allem Strategie. Ja. Okay. Und dann drei ich mal. Ja, mach das. Okay. Ich hoffe, das wird noch was, ey. Ich hab grad echt ein schlechtes Gefühl. Ich hab keine Kontrolle, Junge. Ich das hasse. Ja, ein Pixel fehlt. Hallo. Ja, hast du doch jetzt. Wein doch nicht. All wasted time. Da kommen sie, sie machen Go. Und was? Ja, aber geil, dann hast du Erfolg und ich versuch's abzuwehren. Mhm. Die drehen nämlich gerade um. Lass dich auf jeden Fall nicht killen, mach so viel Schaden wie du kannst und dann zieh dich zurück. Ja, jetzt würde ich mich zurückziehen. Vielleicht kriegst du die Echse noch, oder? Don't be stupid. Ich komme von vorne. Schaffst du den? Ey, wenn du den Toss auch noch schaffst, ne? Na, die Voids, ne? The Void. Und du hast kein R, ne? Kein Anti-R, meine ich. Nicht mehr genug. Ist der Rest einigermaßen down? Einigermaßen, ja. Ich mache nämlich jetzt einen Go auf die Echse from the Zerg.
Mann. Ja, egal. Kinder, warum muss das immer so lange dauern, ne? Da kommt was zu dir? Was? Nein! Nein! Ja, dann verzieht er sich auch schon wieder. Oh oh. Da war was. Ich sag dir so. Wir müssen was tun. Oh man, da kommt der Brothers. Ist die Zerg-Echse da? Gleich, ja. Die Protoss-Echse auch? Ja. Geil. Ullen. Ullen? Ja. Kommst klar? Hoffnungsvoll? Ja. Ja. Ich versuch zu halten zu Hause. Ich komm gut klar. Ich komm damit gut klar. Ja, der hat meine Echse gekillt, aber vielleicht kriege ich die Army dafür down. Ja. Na ja, gut. Das läuft. Wenn ich doch nur reset. Willst du? Ja. I can give you. Please. Wie viel hast du kaputt gemacht so? Hier, ich hab dir was geschenkt. Gut. Jetzt muss ich mich zurückziehen. Zwei Echsen habe ich runtergekriegt. Gut. Aber wir müssen noch ein bisschen Scouterer machen, ne? Because I don't know how many Echsen they have. Mhm. And maybe they have already many of it. Und so. Oh. Oh, slow motion. Ich glaube, die haben echt viel schon gehext. Hier gucken. Boah. Boah. Nein. 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 Was ist denn los? Ja, der wumst mich. Ach, das war so dumm von mir. Das war so dumm von mir. Das war so dumm von mir. Das war richtig dumm von mir. Es tut mir leid. Es tut mir leid. I'm this stupid. Oh, Mann, nein. Mach mal einen Attack. Attack. Ich glaube, wir müssen Army Together machen, oder? Also, falls der Zerg jetzt ein Go macht, werde ich den nicht mehr aufhalten können. Ja, und das macht er. Das macht er. Der ist in unserer Mainbase, ne? Mhm. Und was? Ullen, Hydras, Linge, alles. Und ich kann es nicht aufhalten. Das heißt, wenn du jetzt nicht zurückkommst, ist GG. Ja. Ihr brauchst Gas? Ich brauch Minz vor allen Dingen. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Nein! So, warte kurz mit den Roaches. Ja, ich hab eh nur drei. Ja, und jetzt? Okay. Siehst du, was ich meine? Ja, I sent you everything. Zerfetzen mich aber. Ja, mich auch. Drei 5er Upgrade. With everything.
Ja, ich vermute mal, ich weiß es nicht. Aber auch für euch, ich vermute, der hat hier und hier schon geäxt. Eindeutig zu wenig gescoutet. Was hast du denn für einen Fehler gemacht, Bill? Ich habe den Fehler gemacht, weil du ja hinten angegriffen hast, ne? Mhm. GG raus. Ich hasse das. Ich habe den Fehler gemacht. Sorry, Mann. Ich habe den Fehler gemacht. Du warst ja mit dem Nydus bei denen in der Base. Und das lief ja ganz gut. Du hast ja beide Echsen rausgenommen und so. Nichts verloren. Und da habe ich gedacht, naja gut, vielleicht könnte ich dann gleichzeitig vorne angreifen. Das habe ich versucht. Und der Zerg hat mich gecached. Mit Lingen surrounded, meine komplette Army. Und dann mit den Ullen. Das war ja nicht der Plan. Der Plan war, ich greife an, du devst. Ja, ja, gut. Ich habe dafür die Runde, zwei Runden davor missgebaut. Kann man machen. Ja, kann passieren, ne? Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt. Sack mit Soße. Ich dachte, du willst was anderes sagen. Sack, Doria. Ah, davon wird noch nicht zu viel gespoilert. Nee, nee. Nur wer es erkennt. Nee, Hashtag Sahne ist schon vergeben. Ja, das ist wahr, aber der kann erahnen, was eventuell noch passieren wird hier.